Kompakt und geräumig zugleich hat Mario bei seinem Sprinter versprochen. Mit 4 Schlafplätzen, Küche, Sitzecke und Bad. Kostja will daher die Besichtigung mit dem Part beginnen, der in kompakten Kastenwegen meist wenig Platz findet. Ja, schau mal. Hier haben wir unser Bad. Und zwar einmal auf der rechten Seite fast ein Badezimmer für die Größe dieses Fahrzeugs. Und auf der linken Seite haben wir die Längsschläferbetten angeordnet als Etagenbetten übereinander. Aber logischerweise im klassischen Leben kommt man von innen ins Bad natürlich, und dann auch ins Klo. Richtig? Natürlich, selbstverständlich. Man kann also innen die Badtür benutzen und hat dann sein eigenes Reich, um sich entweder zu duschen oder eben zu toilettieren. Könnte natürlich auch im fantastischen Panorama dann irgendwie mal am Örtchen sitzen, wenn man wirklich in Remote für sich alleine ist. Ja, genau. Du hast ja gleich zu Anfang davon gesprochen, Schlafplätze sind der große Trumpf bei diesem Fahrzeug. Die möchte ich jetzt sehen. Ja, die zeige ich dir gern.